Ah, nee, momentan? Nee, das Wort meinen wir nicht. Wir meinen eigentlich Anemometer. Was das bedeutet, das möchte ich jetzt mal herausfinden. Kommt mit! Keine Ahnung. Wirklich, noch nie gehört. Moin. Können Sie mir sagen, was das Wort Anemometer bedeutet? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt sagen, das ist ein Messgerät, um Sympathie und Antipathie zu messen. Also, ob man Animositäten gegen jemanden hat. Was, um Fische zu fangen? One moment later. Aninometer oder Anemometer? Aninometer, Aninometer oder Anemometer? Vielleicht die Tiefe der Haut? Ein Anemometer? Ein Anemometer. Hat es was mit Anemonen zu tun? Sagt mir jetzt nicht so viel. Hat das irgendwas mit Anomalie zu tun? Das ist bestimmt irgendwas Unanständiges. Nein. Also meine Schwägerin heißt Anni und ein Meter ist, die ist also 2 Meter groß, also 1,80 Meter groß ungefähr. Ich habe jetzt hier den Wetterexperten Martin Neuer und der kann mir das bestimmt erklären. Na, das kann ich. Und zwar Anemos ist der Ursprung dieses Wortes, es kommt aus dem Griechischen, das heißt Wind und bezeichnet ein Windmessgerät. Das finden Sie auf Segelschiffen, auf den Masten, auf der Brücke von normalen Schiffen oder ich habe hier ein Handmessgerät. Das halten Sie so in den Wind und dann beginnt es sich zu drehen und das wird gemessen in Beaufort. Alles klar, vielen Dank, jetzt wissen wir Bescheid. Bitte.